Hey ho Leute, Alola mein. Heute, am Sonntag um 10 Uhr, habe ich noch ein Video für euch um 22 Uhr. Und zwar habe ich noch einen Karton bekommen, einen Kauf vom guten Daniel Sippenauer. Ich werde euch ein paar Sachen im Bild einblenden, denn über Daniel kann ich ruhig ein bisschen erzählen. Ich habe dir da auch was bekommen und die Bitte sogar, seine Geschichten bereitzutreten. Und zwar habe ich über Daniel schon sehr viele Sachen erworben. Er ist kein Händler. Er macht das so nebenbei. Wenn er mal Angebote bekommt von einem Kumpel, einem Kollegen, der Händler ist, dann nimmt er das gerne an sich. Mit einem großen Budget. Da ich da irgendwo wieder reinkommen muss. Und ich kann euch nur sagen, folgt dem Link, den ich euch unter das Video gebe, beziehungsweise der Handynummer, der WhatsApp-Nummer. Und fragt auch bei ihm gerne an. Habe ich einen Kauf getätigt, den wir erstmal zusammen aufmachen möchten. Ich habe das Ganze gerade schon aufgeschnitten. Damit das hier keine Zeit auf sich nimmt, weil wir es dann schon später haben. 22 Uhr, Leute. Der Sohnemann ist auch da, wie ihr hören könnt. Und zwar geht es hier um Elemente, die uns in den nächsten Wochen, wenn nicht sogar Monaten, bewegen werden. Und zwar haben wir hier erworben ein Display Pokémon Silberne Sturmwinde, welches wir für die Daily Booster Opening benötigen. Und da wir ein Mix Opening machen wollen, habe ich hier noch bekommen ein Schwert und Schild Astralglanz Display. Welche wir immer im Wechsel öffnen möchten. Und zudem habe ich dem Sohnemann gesagt, komm mit nach oben, Luca. Morgen fängt die Schule zwar wieder an. Okay, aber wir haben hier ein kleines Geschenk drin. Egal. Denn der nächste Daniel ist ein nicer Bro, der uns hier irgendwas mit zugepackt hat. Für mich? Für mich? Für dich? Das wissen wir nicht. Für dich? So, in der schönen Tasche, wo eigentlich eine Tränkeflasche reingehört. Da habe ich mal ganz grob rein. Die ist leer. Ihr wisst, Pokémon, die schmeißt Giveaways gerne erstmal weg. Dann haben wir hier eine wundervolle, ich glaube gerade, die Aufnahme läuft Schokolade. Noch. Eine schöne Alpenmilch. Dann haben wir hier die 25 Jahre-Sleeves. Richtig nice. Dann haben wir die silberne Sturmwinde TTB-Sleeves mit Alola Vulpix drauf. Die auf jeden Fall einen leisen Platz bekommen werden. Und wir haben hier Trick or Trade Booster. Die werden wir jetzt öffnen, Leute. Das wird so bleiben. Da werde ich noch gleich dazu sagen. Damit morgen der Sohnemann mit euch zusammen auf jeden Fall das Daily Booster Opening starten kann. Und zwar haben wir hier im ersten Trick and Trade Booster. Ich habe die alle in einem kleinen. In der kleinen Box liegen. Ich muss mal gucken, dass ich mir da ein Bein dafür hole. Die ist sogar auf Englisch. Was quietscht der Aal? Lucario macht auf sich aufmerksam. Come on. Pikachu, ein Fatality. Da haben wir drei Karten im Booster drin. Aber das Pikachu kommt mir ein bisschen bekannt. Ja, das sind bekannte Artworks. Haben wir hier das Halloween-Zeichen. Das ist ein amerikanisches Set. Natürlich ist die Karte noch auf Englisch. Come on, Pokémon. So, den öffne ich jetzt auch noch. Die anderen drei Booster packe ich mich zur Seite in meine OVP-Sammlung, ja. Beziehungsweise du hast schon wir machen noch, das ist Zwirfins, richtig schöne Karte, schau euch das an. Zubat, let's go. Und Traunfugil muss das sein, genau. haben wir schon ein paar Openings gemacht davon. Wenn ich das ganze Set sammeln werde, ich habe etliche Booster jetzt OVP, da kommen auch diese hier hin. Dann werden wir das Bein dann nicht dafür zusammenstellen, nochmal rausnehmen. Und dann werden wir zusammen irgendwann mal nebenbei, vielleicht im Frühling, mal schauen, was wir denn da machen können. Jetzt zum Ende des Videos, wir sind schon bei 4 Minuten gleich angekommen, habe ich geplant mit dem Sohnemann, dass wir jeden die Montag Silberne Sturmwinde, Dienstag Astralglanz, Mittwoch genau nochmal das, was der coole Pokémon gerade öffnet. Abonniert ihn auch gerne. Wir würden dieses Jahr die 1000 Abonnenten knacken. Oh, das wäre schön, Sohnemann. Ja. Das wäre nice, wenn wir die 1000 Abonnenten-Marke knacken könnten. Ja. Wenn ihr ihn nicht ganz verstanden habt, denn der Sohnemann ist ziemlich grippaler Infekt, öffnen wir jeden Montag und Mittwoch eine Booster Silberne Sturmwinde. Astralglanz am Dienstag und Donnerstag. Und am Freitag gibt es was Besonderes, und zwar Drachenband. Genau. Dann öffnen wir jeden. Ich packe das ja alles mal vor euren Augen aus, damit alles true bleibt. Montags und Mittwochs Silberne Sturmwinde. Dann immer im Wechsel ein anderes Booster. Ja. Dann haben wir nämlich Dienstags und Donnerstags Astralglanz Booster. Und wir wollen jeden Freitag ein Spezialbooster aufmachen,
Und ich habe euch das schon im Video gestern oder heute Mittag erwähnt. Wollen wir dann diese 15 Booster Drachenwandel Deutsch jeden Freitag eine Booster aufmachen mit der Chance, mit den Lucky Pulse, Lucky Hands vom Solomann Luca 7, vielleicht auch das Nachtara Altwork hier an die Küste zu holen. Verdammt mal! Das könnt ihr aber sehen. Wenn ihr abonniert, lasst einen Daumen nach oben da. Und ich denke, wir können dann gleich morgen früh starten um 10 Uhr mit dem ersten Booster Silberne Sturmwinde und der Magie meines Sohnes. Let's go, come on, catch it all und genießt den Abend noch. Woohoo! Pokémon hier und Luca 7!